Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Demon Box von Lars Unlimited. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Demon von Lars Unlimited. Wir haben hier eine grau-weiße Clubbox, großer schwarzer Demon-Schriftzug. Daemon-Schriftzug, darunter Lars Unlimited zu lesen, ansonsten nichts auffällig und es ist rein von der Optik her, entweder sind es Wolken oder es ist so eine Wand, wo der Putz abbröckelt, je nachdem wie man das interpretiert, also ich sehe es auf jeden Fall als Wand, weil es einfach für eine Wolkenstruktur für mich zu komisch aussieht, also für mich ist eher eine Wand zu sehen. Demon Inhalt, Demon Premium Edition, Lars Unlimited T-Shirt, Demon Poster und Demon Sticker. Also wirklich der Klassiker, was den Inhalt betrifft. Und dann haben wir hier noch die Infos, die Credits und einen Barcode. Alles klar, also ihr seht schon, rundherum zieht sich diese Optik, hier keinerlei Aufdrucke oder weitere Schriftzüge zu sehen. Deswegen würde ich sagen, wir schauen mal direkt hinein. Also, wir haben hier einmal das T-Shirt, das Album, oh, hat sich der Sticker versteckt, der Sticker und das Poster. Box von innen komplett in weiß. Und dann fangen wir gleich an mit dem Album an sich. Also auch hier wieder diese Optik, dieses grau-weiße Premium Edition lesen wir hier. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Auf der Rückseite haben wir jede Menge Tracks aufgelistet. Warum? Weil hier auch die Instrumentals aufgelistet sind. Sehr ungewöhnlich, dass hier wirklich beides separat angeführt wird. Wir haben hier 16 Tracks an der Zahl. Und wir haben lediglich zwei Features, nämlich einmal Xavier Naidoo auf Track Nummer 12 und Track Nummer 14 Cool Keith. Meine Favoriten sind Track Nummer 1, Falling Down und Track Nummer 5, Real Rape Stories. Dann haben wir noch die weiteren Infos und Credits und auch hier wieder einen Barcode. Und hier hinten lesen wir dann noch Lars Unlimited Demon. Okay, gut, wir schauen hinein. Als erstes kommt uns hier entgegen ein Einleger. Bezüglich Merchandise von Lars Unlimited, also ein Shirt mit diesem Aufdruck und weiteres Merch aus der Major Moves Collection, wo ja unter anderem, wie man sieht, auch Silla bzw. Mosh ihre Sachen vertreiben. Dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Cover kennen wir bereits. Okay. Wir haben hier eine riesen Spinne. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich mit Spinnen nicht wirklich aus. Ich hasse diese Tiere. Dementsprechend weiß ich nicht, was das für eine Spinne ist. Schaut auf jeden Fall ziemlich heftig aus, das Bild. Wir haben hier Wir haben hier Tracks aufgelistet, inklusive der Infos zu den jeweiligen Tracks. Okay, Lars, der sich hier einen Ofen anzündet, einen Joint, weitere Tracks, der alte Backpack-Rapper am Kiffen. Okay, hier haben wir, das ist schwer zu deuten, ich tue mir jetzt echt schwer, aber ich würde fast sagen, dass es hier einen Groupie darstellen soll, der hier mit aufgeknöpfter Bluse und erregten Nippeln hier in den Backstage gelassen wird, würde ich jetzt mal vermuten. Was auch immer uns das sagen soll. Dann haben wir Lars mit, wie man ihn kennt, mit seiner G-Shock und einer Kette in der Hand. Weitere Tracks aufgelistet. Hier ebenfalls. Und dann haben wir hier noch die Infos zu den Rechten. Lars Unlimited Demon.
Okay, also ziemliches Standard-Booklet mit ein paar netten Fotos. Diesen Einleger machen wir auch wieder rein. Die Album-CD sieht folgendermaßen aus: Lars Unlimited Demon in Weiß und Schwarz, sehr schlicht gehalten. Und dann haben wir natürlich noch eine zweite CD auf der Rückseite: Lars Unlimited Demon Instrumental Disc. Lesen wir hier. Rückseite auch wieder in dieser weiß-grau Optik. Dann haben wir einen Sticker, dieser in quadratischer Form, Lars Unlimited Demon. Also 1 zu 1 das Cover hier, nur etwas dunkler, diese Graustufen. Dann ein Poster, einseitig bedruckt, dafür relativ groß. Schauen wir gleich mal. Also, wir haben hier den Interpreten abgebildet. Lars Unlimited hier mit schwarzem Hoodie vor schwarzem Hintergrund. Und aus seinem Kopf, aus seinem Gesicht kommt hier so ein wütender, so ein aggressiver Kopf. Also das wird wohl der Dämon sein, der quasi in ihm haust. Wieder mit G-Shock und hier rechts unten lesen wir dann noch Dämon in weißer Schrift. Ansonsten das Poster wirklich sehr, sehr düster und schwarz gehalten. Poster zusammenlegen, liebe ich. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsaufgaben. Vor allem, wenn sie so groß sind und sich nicht richtig zusammenlegen lassen. So. Ich hoffe, ich habe es jetzt. Ja, schaut gut aus. Und dann haben wir noch als letzten Boxinhalt ein T-Shirt, welches so aussieht. Also das T-Shirt komplett in Schwarz gehalten. Lediglich hier auf der Brust haben wir hier einen weißen Schriftzug: Lars Unlimited Demon. Rückseite blank, also kein Neckprint. Und wir lesen hier: Gilden Softstyle. Größe L, made in Bangladesch. Hundert Prozent Baumwolle. Hier nochmal made in Bangladesch. Okay. Gut, schauen wir uns einmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also schwarzes Shirt und hier der weiße Schriftzug quer über die Brust. Dämon mit AE und darüber lesen wir noch Lars Unlimited. Ansonsten glatt schwarz das Ganze. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht ganz so mein Fall. Also speziell jetzt mit einem, ja, mit diesem Namen, mit diesem Schriftzug da auf der Brust herumzulaufen, Dämon, ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Werde ich nicht tragen. Aber für Lars Unlimited Fans ist das sicher eine gelungene Sache. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Schwarz in der Größe L. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dieser quadratische Sticker. Und das Album an sich in der Premium Edition inklusive Instrumental-CD. Das alles in dieser wunderbaren Box Demon von Lars Unlimited. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lars Unlimited unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.